gefällt es echt gut. Man kann viel ausprobieren und lernt vieles Neues. Fasziniert mich halt, dass man etwas Sachen kennenlernt, wo man noch nie gesehen hat überhaupt, dass es sowas gibt. Jetzt zum Beispiel so rückenschonendes Arbeiten, dass es da viele Möglichkeiten dafür gibt. Sehr positiv erlebe ich, dass viele aufgeschlossene Personen hier sind. Ich hatte viele Fragen, auch im Hinblick auf ein weiterführendes Studium, und ich habe wunderbare Antworten bekommen. Tobias ist mein Name, ich bin Teil des Startups Enna und wir haben auch ein Produkt, das heißt Enna, und mit Enna versuchen wir, die Vorteile der digitalen Welt zugänglich zu machen für die Menschen, die sonst Schwierigkeiten haben im Umgang mit Smartphones, Tablets und Co. Also für uns war es schön zu sehen, dass viele Menschen tatsächlich Enna schon kannten oder sich informiert hatten vorab. Jedenfalls kamen viele Menschen, die schon gut vorbereitet waren und eben auch in Positionen waren, die für uns spannend sind. Innovationsmanagement, Einrichtungsleiter und so weiter und so fort. Für uns oft in Hohenzollern war es ausschlaggebend, auf dieser Messe teilzunehmen, dass wir einmal Präsenz zeigen hier in der Region als regionaler Händler, unser Spektrum zeigen können und unsere Leistungsstärke bei Maschinen, Robotics und letztendlich auch Inkontinenz versorgen. Mein persönliches Highlight waren natürlich unsere Roboter, die wir hier vorführen durften, die auch in gewisser Weise ein Alleinstellungsmerkmal in unserer Händlerschaft mit darstellen. Und wir haben uns wirklich gefreut über die große Wahrnehmung, die wir bekommen haben, und die vielen Menschen, die auch heute hier mit da waren. Ja, wir präsentieren ja auf der Messe unser Produkt Nutrio, eine Software zur Digitalisierung des Ernährungsmanagements. Für uns war ausschlaggebend, an der Pflege Plus teilzunehmen, endlich mal wieder reale Kontakte zu haben, mit den Leuten von Angesicht zu Angesicht zu sprechen und vor allem unser Produkt, da wir relativ neu auf dem Markt sind, einfach mal zu präsentieren und vorzustellen. Besonders ist die räumliche Nähe, also dass ich mit der S-Bahn herfahren kann und mir da einfach alle paar Jahre mal einfach wieder Neuerungen erhoffe oder Ideen, Inspirationen. Ja, was gibt es sonst noch? Also es sind immer ganz viele Aussteller, nicht immer die gleichen, und das macht es eigentlich interessant dann jedes Mal. Besonders macht es einfach, dass es immer aktuell ist und man Informationen direkt vom Hersteller aktuell bekommt. Ich weiß nicht, ob es was Besonderes ist, aber ich bin gerne auf so Pflegemessen, weil man sich einfach verbinden kann untereinander mit Gleichgesinnten und ein Austausch stattfindet.